Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. Heute geht es um Funktionen, das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit benutzen. Und zwar Main ist eine Funktion, aber davon kann man mehr als eine haben, logischerweise. Und die Main-Funktion ist einfach nur der Einstiegspunkt für euer Programm. Hier fängt euer Programm an, definitiv, geht nicht anders. Und hier drin könnt ihr aber auch noch andere Funktionen aufrufen, wenn ihr Bock habt. Und die schreiben wir dann einfach unten drunter, zum Beispiel, wie zum Beispiel fn. Keine Ahnung, print me. Print me. So. Und, oder einfach print me. So schreibt man das, glaube ich, in Rust. Das ist eher Konvention. So, und was wir jetzt hier machen, ist, wir schreiben, Klammer, Klammer, dafür, also quasi wie hier oben auch. Das ist einfach so jetzt erstmal kurz. Ich erzähle euch sofort, was man damit macht. Und dann haben wir wieder diese geschweiften Klammern auf. Und geschweifte Klammer zu. Fertig. So, und jetzt habt ihr euch eine eigene Funktion geschrieben. Und wir sagen einfach mal, wir wollen jetzt hier etwas ausgeben, wie zum Beispiel 2 oder 42 einfach mal. So, und jetzt führen wir das mal aus. Wir kompilieren und wir führen es aus. Aber was passiert? Es passiert nichts. Aber dabei haben wir doch hier irgendwas ausgegeben. Naja, das Problem ist, standardmäßig führt euer Programm genau diesen Code aus und ansonsten nichts. Das Einzige, was hier passiert ist, ihr weist irgendwas zu. Aber wenn ihr diese Funktion aufrufen wollt, dann müsst ihr sie auch tatsächlich aufrufen. Und zwar von eurer Main-Funktion aus. Das heißt, alles, was hier drin steht, wird ausgeführt. Alles, was unterhalb oder überhalb, alles, was nicht hier drin steht, wird nicht ausgeführt. Und deswegen müsst ihr jetzt print me aufrufen. Das tut ihr, indem ihr einfach sagt print Bodenstrich me, Klammer, Klammer, Semikolon, fertig. Und wenn wir das jetzt ausführen, Build, Rebuild Solution und jetzt Steuerung F5 drücken, dann wird 42 ausgegeben. Das heißt, wir gehen sozusagen hier entlang. Hier ist der Einstiegspunkt für unser Programm und dann sehen wir, aha, Funktion print me soll aufgerufen werden und wir springen direkt hier rein. Und dann wird dieser Code, der innerhalb dieser geschweiften Klammern steht, ausgeführt. Also ein Print-Line mit diesen geschweiften Klammern hier. Das kennt ihr ja alles schon, ausführen und so weiter. Was passiert, wenn wir jetzt an diese Funktion, also hier, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, let x gleich 42, das ist der Teil über Variablen-Definitionen, wie weit Variablen gültig sind, habe ich euch ja schon erzählt. Innerhalb dieser geschweiften Klammer ist diese Variable x gültig. Problem ist, ich möchte hier auf mein x zugreifen, weil ich hier oben irgendwas richtig Kompliziertes berechnet habe und diese Leistung kann ich mir natürlich nicht zweimal geben. Wenn ich jetzt aber Build drücke, dann habe ich hier Illegal Characters in Path. Problem, ich darf hier nicht mehr auf dieses x zugreifen. Also brauche ich irgendwas, nennt sich Parameter. Das heißt, ich muss hier in meine Funktion Werte übergeben können. Und das mache ich, indem ich sage, okay, ich gebe hier mein x rein, x Doppelpunkt. Und dann muss ich jetzt aber mal ausnahmsweise den Typ angeben, also da geht es wirklich nicht anders. I32. So. Und deswegen müsst ihr auch die Typen teilweise oder eigentlich kennen. Geht leider nicht anders, weil ihr sie halt in den Funktionen als Parameter können müsst. Und dann sagen wir hier einfach wieder Rebuild. Und ja, jetzt haben wir hier den Fehler. Was ist jetzt hier passiert? Naja, hier unten steht es. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht lesen, weil es zu klein ist. Aber macht nichts. Ich erzähle euch ja alles. Und zwar, diese Funktion hier, printMe, braucht mindestens einen Parameter, aber wir haben 0 angegeben. Naja, was machen wir da? Wir packen x rein und fertig. Rebuilden das Ganze und jetzt läuft's. Drücken STRG F5 und jetzt haben wir dieses x hier in diese Funktion reingesteckt und haben es dann hier entgegengenommen, haben hier wieder x bekommen und haben es jetzt ausgegeben. Achtung, die Namen können sich ändern. Namen sind Schall und Rauch, vor allem hier. Wenn ich hier Y sage und hier Y sage, dann ist es völlig in Ordnung. Funktioniert einwandfrei, weil sonst müsste ich ja immer wissen, was da so alles passiert. Brauchen wir nicht. Was hier reingesteckt wird, das wird einfach hier entgegengenommen und hier dann umbenannt. Das heißt, dieses X heißt dann hier drüben einfach Y. Alles, was hier oben definiert ist, kann ich benutzen. Das heißt, ich nehme hier alle Parameter entgegen. Da können auch mehr als einer drin stecken. Und hier kann ich dann mit den Parametern arbeiten. Die heißen dann so, wie sie hier oben heißen. Aber hier in x zum Beispiel, das geht nicht.
Ich brauche hier unbedingt dieses y, weil es hier oben y heißt. Okay, und ja, hier dieses x ist halt x, weil hier x genannt. Okay, super. Und ja, was ich jetzt damit machen kann, ich kann ganz, ganz viele verschiedene Parameter reinpacken. Zum Beispiel kann ich auch zweimal denselben Parameter reinpacken oder einmal noch einen anderen Parameter reinpacken, der rein zufällig y heißt. Ups, let y gleich, 1, 3, 3, 7 meinte ich natürlich. Und jetzt möchte ich hier, ich nenne die jetzt einfach mal hier a, b vom Typ i32 und c vom Typ i32. So, und jetzt sagen wir, okay, wir geben jetzt einfach mal alles aus, eins nach dem anderen. Wir gucken an, was a ist. A ist der erste Parameter, den wir hier hatten. Das heißt, diese 42. Wir haben hier als erstes dieses x reingegeben. Naja, aber x ist 42. Das ist das x hier oben. So, jetzt gucken wir nach b. B ist hier unten was völlig anderes, aber hier oben ist es dasselbe. Weil ich habe ja zweimal x angegeben. Ist auch völlig in Ordnung. Hier unten behandle ich das als zwei komplett unterschiedliche Variablen, a plus b. Denn ich dürfte ja auch hier oben statt x einfach 3 reinschreiben. Jetzt ist b 3. Ich darf hier aber auch x reinschreiben, weil x ist ja auch eine Variable. Okay, das heißt, mein b ist jetzt hier genau dasselbe wie a, aber nur in diesem einen Spezialfall. Wie gesagt, ich kann hier auch 3 reinschreiben. Jetzt ist b gleich 3. Hier unten, wenn ich jetzt hier damit arbeite. Okay, so und c. C ist jetzt hier einfach dieses y, denn c ist der dritte Parameter, den ich hier habe. Also a ist der erste, b ist der zweite, c ist der dritte Parameter. Hier habe ich als erstes x, dann 3 und dann y angegeben. Also ist mein dritter Parameter c, ist mein y. Wenn ich das jetzt bilde und ausführe, dann steht hier 1, 3, 3, 7. Wunderbar. Gut. Ich kann jetzt hier natürlich auch so Sachen machen wie a plus b plus c ausgeben. A plus b plus c. Da kommt aktuell was relativ Hohes sogar raus. Und ja, ist jetzt einfach irgendwas zusammenrechnen, und zwar alle drei Parameter. Nämlich 1, 3, 3, 7 plus 3, was 1340 macht, plus 42, was diese 1382 macht. Ja, und so kann ich dann mit diesen drei oder mit diesen beliebig vielen Parametern hier in meinen Funktionen arbeiten. Gut. Ja, das soll es auch als Einführung mal in Funktionen gewesen sein. Nächstes Mal zeige ich euch, wie man Sachen zurückgibt, also Rückgabewerte bei Funktionen. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.